Liebe Kollegen, ich schlage vor, dass wir mit unserer Sitzung fortfahren, unsere interparlamentarische Konferenz des heutigen Tages. Ich möchte den Parlamentariern ganz herzlich für ihre Präsenz danken, auch sämtlichen Rednern dafür, dass sie heute hier zu uns gesprochen haben. Und ich möchte in unser aller Namen unsere große Anerkennung gegenüber Frau Svetlana Tichanowskaja aussprechen, die heute hier zugegen ist, um Zeugnis abzulegen. Und ich möchte zunächst einmal Frau Svetlana Tichanowskaja das Wort erteilen, die sich erklärt hat zur Präsidentin der belarussischen Exilregierung. Frau Tichanowskaja, Sie haben das Wort und haben 10 Minuten Zeit. My dear friends, dear members of parliament. Liebe Freunde, liebe Mitglieder der Parlamente, ich möchte zunächst einmal Gérard Larcher und dem französischen Ratsvorsitz ganz herzlich danken für die Möglichkeit, hier zu Ihnen zu sprechen. Es ist sicherlich nicht übertrieben zu sagen, dass die Zukunft Europas und nicht nur das Schicksal der Ukraine und von Belarus in diesen Tagen diskutiert wird. Gestern hat die Russische Föderation und das Regime von Alexander Lukaschenko einen Angriff auf die Ukraine gestartet, aber in Wirklichkeit war dies ein Angriff auf das gesamte Europa. Wir haben es hier mit dem größten Konflikt unseres Kontinents seit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Und die russischen Streitkräfte greifen Kiew an, weil und Bilder aus der Ukraine erinnern an Bilder aus Filmen. Und es ist nur schwer vorstellbar, dass 2022 Einwohner von Europa in U-Bahn-Stationen Unterschlupf finden und zur Selbstverteidigung übergehen müssen. Und viele meiner Landsleute mussten ihr Land verlassen in den letzten Monaten, um sich in Sicherheit zu bringen. Russland hat internationales Recht verletzt, insbesondere auch das Anrecht jedes Volkes auf Eigenbestimmung. Der russische Präsident hat es klar gemacht, dass er weder die Souveränität noch die Unabhängigkeit von Ukraine und Belarus anerkannt. Er ist der Ansicht, dass unsere Nation seiner Einflusssphäre angehören. Und dieser Gedankengang ist völlig überholt, bringt uns zurück in die Vergangenheit, in eine Zeit von Kriegen und Konflikten. Mein Herz heute gehört der Ukraine. Ich weiß, dass die Ukrainer kämpfen, nicht nur für ihr Land, sondern für uns alle. Das ist eine wesentliche Prüfung für Europa. Wenn wir in der Lage sind, unsere wesentlichen Werte zu verteidigen, um also hier zu zeigen, dass Russland nicht gegen diese Werte verstoßen kann. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn Europa jetzt Putin nicht in der Ukraine Einhalt gebietet, dann wir es möglicherweise mit Putin in Berlin oder Paris zu tun haben. Liebe Freunde, Belarus braucht Ihre Hilfe ebenso, denn der Angriff auf die Ukraine wäre nicht möglich gewesen, wenn Lukaschenko nicht unser Land zur Verfügung gestellt hätte. Und von unserem Territorium aus kann Russland Angriffe auf ukrainisches Territorium starten, von unserem Staatsgebiet aus heben die russischen Flugzeuge ab und von unserem Land aus gehen die russischen Panzer auf die Ukraine vor. Und Belarus steht heute unter militärischer Okkupation. Das Marionettenregime von Lukaschenko hat die Unabhängigkeit aufgegeben zugunsten der
wirtschaftlichen Unterstützung, um weiter in der Regierung zu verbleiben. Aber ist er weiterhin, hat er weiterhin die Situation, die Kontrolle? Das ist nicht der Fall. Nur 12% der Bevölkerung sind der Ansicht, dass Belarus Russland in diesem Krieg gegen Ukraine unterstützen soll. Aber es sind keine Massenproteste in den Straßen zu beobachten. Und dann kann sich natürlich fragen, warum. Aber ganz einfach deshalb, weil viele von denen, die vorher protestiert hatten, entweder geflüchtet sind oder in die Gefängnisse verbracht wurden, einschließlich meines Mannes, der zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Und viele NGOs und Unternehmen wurden liquidiert. Und wir sind von Angst durchdrungen. Und die Europäische Union brauchte lange Monate, um erste Sanktionen zu verhängen, als viele der führenden Widerständler bereits in Gefängnissen waren. Und es gab keine signifikanten Antworten oder Reaktionen auf das Regime. Und das hat dann natürlich auch zu diesem Gefühl einer Unverletzbarkeit geführt, die uns jetzt in diese Situation gebracht haben. Und nicht nur Belarus ist zur Zielscheibe der russischen Regierung geworden, sondern der gesamte Kontinent. Und diesen Sonntag findet das sogenannte Referendum statt in Präsenz der russischen Truppen. Und diese Krise verschärft sich zunehmend und es geht in dieser Revision der Verfassung insbesondere darum, den russischen Streitkräften die Möglichkeit zu geben, unser Territorium zu nutzen, um von Belarus aus Angriffe zu fliegen. Und ich möchte daran erinnern, Lukaschenko ist eine Bedrohung für die Europäische Union, genauso wie der Präsident der Russischen Föderation. Ich denke, dass wir Lukaschenko und Putin noch stoppen können. Aber um das tun zu können, müssen wir natürlich vereint auftreten und Mut zeigen. Und unsere wichtigste Waffe ist die Solidarität. Es ist wichtig, dass die europäischen Nationen ihre Solidarität gegenüber den Völkern der Ukraine und Belarus zum Ausdruck bringen. Zweitens, wir müssen verstehen, dass man Diktatoren nicht umerziehen kann. Der Ansatz mit Lukaschenko zeigt, dass sämtliche Versöhnungsmaßnahmen noch mehr dazu geführt haben, dass man sich unverletzbar fühlt. Und die Autoritäten in Minsk sind ganz einfach nicht länger legal. Und damit wende ich mich an die internationale Gemeinschaft, um zu Sanktionen aufzurufen, die so streng wie möglich ausfallen und so schnell wie möglich ergriffen werden. Gestern nach einer Konsultation mit den demokratischen Kräften in Belarus habe ich gesagt, dass ich bereit bin, die Verantwortung auf mich zu nehmen, um die Republik Belarus und das belarussische Volk zu verkörpern, um also sowohl die Vertreter vor Ort zu repräsentieren, als auch Exilkräfte, um Belarus zur Unabhängigkeit zu führen. Und Lukaschenko wird seiner Aufgabe als Verteidiger der Unabhängigkeit nicht gerecht. Und die Wahlen im Jahre 2020 sind von der belarussischen Bevölkerung nicht anerkannt worden. Und der Willen des Volkes ist sehr viel ausgeprägter als jede beliebige Bombe. Und wir werden diesen Kampf zum Erfolg führen, mit Ihrer Hilfe, mit Ihrer Solidarität, um dem Recht zum Durchbruch zu verhelfen. Bitte unterstützen Sie die Ukraine und Belarus. Wir können es nicht zulassen, dass Diktatoren Geschichte schreiben, denn die Geschichte gehört uns. Es lebe Belarus, es lebe Europa. Ich möchte nunmehr das Wort an den Präsidenten Cambon übergeben.
Also im Namen des Vorsitzenden des französischen Senats ist es mir jetzt eine große Ehre, Ihnen die Ehrenmedaille des Senats zu übergeben als Zeichen der Solidarität und Unterstützung für Ihren Kampf für Freiheit und den Respekt der Menschenrechte. Vielen herzlichen Dank. Merci, Madame Tikhanovskaya. Ja, vielen Dank, Frau Tikhanovskaya. Ich möchte nunmehr das Wort an François Le Lattre übergeben, den Generalsekretär im Ministerium für Europa und Auswärtige Angelegenheiten. Herr De Lattre, Sie haben das Wort, 5 Minuten Redezeit. Madame la Présidente de la Sous-Commission ja, Frau Vorsitzende der Unterkommission Sicherheit und Verteidigung des Europäischen Parlaments, meine sehr verehrten Damen und Herren Vorsitzende, sehr verehrten Damen und Herren Senatoren, Abgeordnete und Mitglieder des Europäischen Parlaments, sehr verehrte Parlamentarier, sehr geehrte Frau Tikhanovskaya, deren Ausführungen uns gerade sehr beeindruckt haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte zunächst einmal dem Präsidenten Larcher und Ferrand ganz herzlich danken für die Initiative zu diesem wichtigen heutigen Tag, wo wir also in diesem sehr ungewöhnlichen Format zusammenkommen, weil diese Konfiguration während der vorhergehenden Ratspräsidentschaft nicht existierte. Jean-Yves Le Drian, der Minister für Auswärtige Angelegenheiten, nimmt gerade gemeinsam mit dem französischen Präsidenten am Gipfel des Nordatlantikpakts teil und das in Anbetracht der aktuellen Krise. Er hat mich gebeten, hier heute zu Ihnen zu kommen, was für mich natürlich eine sehr große Ehre ist. Die Mitglieder der französischen Kammern haben die Botschaft des Präsidenten Macron vernommen, die der Vorsitzende Larcher gerade verlesen hat. Und dieser Akt der französischen Demokratie zeigt natürlich auch, wie schwerwiegend die gegenwärtige Situation sich gestaltet. Und trotz aller diplomatischer Anstrengungen, insbesondere auch seitens des französischen Präsidenten, hat sich Russland für Krieg entschieden und eine massive Militärattacke gegen die Ukraine initiiert. Und das gegen sämtliche Verpflichtungen der Russischen Föderation und damit natürlich ein ganz flagranter Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen und gegen internationale und europäische Gesetze. Und damit also laut des Präsidenten ein Wendepunkt in der Geschichte Europas und der Geschichte unseres Landes. Und durch den Angriff auf die Ukraine hat der Präsident Putin eine Rückkehr zum Krieg auf unserem Kontinent vollzogen und damit die Grundlagen unserer internationalen Weltordnung angegriffen, die wir aufgebaut haben, mühsam aufgebaut nach 1945. Und in Anbetracht dessen müssen wir verschiedene Maßnahmen ergreifen, natürlich der Ukraine und ihrem Volk sämtliche Unterstützung gewähren, die Kosten für Russland maximieren und das mittels entsprechender Sanktionen und natürlich unsere Unterstützung für unsere Partner an der Ostflanke der Union gewähren. Und ganz abgesehen von entsprechenden Erklärungen und Kommuniqués, die also die rückhaltlose Unterstützung der Europäischen Union bezüglich der territorialen Integrität der Ukraine gelten, werden wir ganz konkret auf dreierlei Art handeln. Zunächst einmal daran erinnern, dass die Ukraine das Partnerland ist, das ganz besonders weit vorangeschritten ist in der Assoziation mit der Europäischen Union. Das Assoziierungsabkommen
kommen aus dem Frühjahr 2014 nach der Maidan-Revolution, ist ganz besonders ambitioniert und besonders weit ausgereift. Das hat es mit einem osteuropäischen Partner noch nie gegeben. Und es hat also seit 2014 17 Milliarden Euro an Beihilfen seitens der EU gegeben. Außerdem sind, wie gesagt, gestern Abend die Staats- und Regierungschefs gestern Abend zusammengetreten im Zusammenhang mit diesem Konflikt und haben ihren Willen bekräftigt, der Ukraine zusätzliche Unterstützung in politischer, humanitärer, logistischer und wirtschaftlicher Weise zu gewähren. Und eine Nothilfe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro wurde beschlossen. Und natürlich wird Frankreich dazu seinen Beitrag entrichten. Und dann, was den Bereich der Sicherheit anbelangt, kommt dann noch eine Erhöhung der Mittel dazu, um die Fähigkeiten der ukrainischen Armee auszubauen, dank der Europäischen Friedensfazilität. Und ich kann auch die verschiedenen laufenden Kontakte auf nationaler, europäischer Ebene anführen im Zusammenhang mit Kooperation im Bereich Cyberkriegsführung. Und Kiew hat am 15. Februar darum gebeten, den Mechanismus des zivilen Schutzes, MPCE, zu aktivieren mit einer Liste für Notfallmaterial. Und auf dieser Grundlage hat Frankreich 33 Tonnen an Material auf den Weg gebracht, also Zelte beispielsweise, und dann also auch in den nächsten Tagen weitere Unterstützung mittels medizinischer Versorgung. Und dann natürlich auch der wesentliche Aspekt der Sanktionen. Der außerordentliche europäische Ratssitzung gestern Abend hat beschlossen, weitere Sanktionen gegen Russland zu beschließen. Es hat also bereits am Dienstag ein erstes Paket an Sanktionen gegeben, in Anschluss an die Anerkennung der separatistischen Republiken durch Russland. Und das also wirklich also präzedenzlos. Noch nie hat unsere Europäische Union so rückhaltlos Maßnahmen gegen einen Staat beschlossen und noch nie so schnell und entschieden gehandelt, um dies zu tun. Und das betrifft den Finanz-, Energie-, Transportsektor, dann natürlich auch Kontrolle, Finanzierung der Exporte und Visa. Zusätzliche Maßnahmen werden auch gegen das Regime in Belarus getroffen und das mittels der Definition eines sechsten Serie von Sanktionen. Und die transatlantische Einheit, die Kooperation zwischen der EU und der NATO sind ebenfalls ein wesentliches Signal gegenüber Wladimir Putin. Das also der Gegenstand der Ratssitzung des Nordatlantikpakts. Und das mit Hinzuschaltung von Präsidenten Zelensky, Präsidentin der Europäischen Kommission, Regierungs- und Staatschefs von Schweden und Finnland. Es werden wesentliche Entscheidungen getroffen bei dieser Gelegenheit. Und auch da wird natürlich Frankreich seinen Beitrag leisten. Präsident Macron hat bereits angekündigt, dass er beschließen wird, unsere Militär Kräfte in Estland ebenso wie in Rumänien aufzustocken. Unsere Solidarität wird damit also auch vor Ort sichtbar, Hand in Hand mit unseren Partnern. Und bevor ich zum Abschluss komme, Frau Vorsitzende, möchte ich gegenüber Frau Tikhanovskaya erneut unsere rückhaltlose Solidarität mit der belarussischen Bevölkerung zum Ausdruck bringen. Uns ist die Souveränität und die Unabhängigkeit von Belarusland mehr oder wichtiger denn je. Und der Präsident Lukaschenko verstößt also ebenfalls gegen internationale Abkommen und das damit eine neue Etappe im Prozess der Unterwerfung Lukaschenkos gegenüber Russland. Und die Sitzung des Europarates gestern hat also erneut beschlossen, weitere Sanktionen gegen das Lukaschenko-Regime zu verhängen.
diesen schwierigen Zeiten können Sie sich unserer rückhaltlosen Unterstützung sicher sein, was die belarussische Zivilbevölkerung anbelangt. Und abschließend möchte ich die Ausführungen des französischen Präsidenten gestern Abend noch einmal zitieren. Europa hat keine andere Wahl, als Macht aufzutreten, und Frankreich wird keine Mühen scheuen, um das zu vollbringen, was sich als die große Herausforderung unserer Generation erweisen wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Generaldirektor. Ich möchte jetzt das Wort an Frau Laure Delcourt übergeben, Konferencier an der Universität Sorbonne Nouvelle. Merci, Madame la Présidente. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Parlamentarier. In meinen Einführungen möchte ich gerne einen zusätzlichen chronologischen Überblick geben zu dem, was Herr Delattre gesagt hat. Und vor den Angriffen diese Woche einen kurzen Überblick seit 2014. Ich möchte ebenfalls von den Lehren sprechen, die wir aus den Geschehnissen ziehen können. Hinsichtlich der territorialen Integralität hat die Europäische Union drei Pfeiler verabschiedet. Nach der Annexion der Krim und nach dem Donbass haben die strategischen Partner der Europäischen Union gewisse Entscheidungen getroffen. Diese wurden in der Global Strategy von 2016 festgelegt. Die Beziehungen mit Moskau wurden im Rat von 2016 definiert und grundlegende Bedingungen für die Änderungen der Beziehungen mit Russland waren die Umsetzung der Vereinbarungen von Minsk. Der zweite Pfeiler dieses europäischen Ansatzes war der Aufbau des ukrainischen Staates und seiner Institutionen. Dieser Pfeiler gründete auf dem Postulat, dass die Stärkung des ukrainischen Staates sehr wichtig war, nicht nur angesichts des russischen Angriffes, aber ebenfalls hinsichtlich des Assoziierungsabkommens mit der EU, bei dem von der Ukraine große Reformen verlangt wurden. Es war gut, hier die Resilienz der Ukraine zu stärken, und hat die Ukraine dazu gebracht, Reformen für die Stabilität und die demokratische Governance durchzuführen. Dritter Pfeiler, und möchte ich nur kurz ansprechen, ist die Überlegung zur strategischen Autonomie der Europäischen Union, die himmelschreiend war, vor allem nach der Annexion der Krim und des Donbass. Die derzeitige Invasion der Ukraine bestätigt, wie wichtig diese drei Pfeiler sind, sowie deren Umsetzen. Welche Werkzeuge wurden von der Europäischen Union umgesetzt und welche Bilanz kann gezogen werden? Die seit 2014 umgesetzten Werkzeuge reflektieren einerseits die globalen und Langzeitcharakter dieses europäischen Ansatzes. Die Aufgaben, die im Rahmen der GASPER entschieden wurden, insbesondere die Mission für innere Sicherheit der Ukraine, haben die Ukraine bei den Reformen seiner Institutionen unterstützt, insbesondere im Bereich Sicherheit. Seit 2014 verfolgen die Aktionen Russlands zwei Ziele. Einerseits die Bestätigung der territorialen Integrität,
Stabilität der Ukraine und die Beziehungen zu Russland. Für die Europäische Union ist das sehr komplex, vor allem angesichts der Entwicklung und der Beziehungen Russlands mit den Mitgliedstaaten. Ab 2014 nahmen dann die Mitgliedstaaten eine sehr klare Stellung ein. Das heißt, sie verurteilten die Maßnahmen und Schritte Russlands. Und die Europäische Union hat Maßnahmen und Sanktionen umgesetzt. Aus diesem Blickwinkel haben die Sanktionen auch ihr Ziel erreicht. Das heißt, eine Art Abschreckungsmaßnahme. Aber hinsichtlich des Zieles, hier als Abschreckungsmaßnahme zu dienen, waren sie ein Fehlschlag. Die Sanktionen, die Dienstag und gestern von der EU entschieden wurden, können sie dies ändern. Es ist möglich, dass die Maßnahmen weitergeführt werden und es kann ebenfalls dazu bringen, zu denken, dass die Sanktionen nicht ausreichend und nicht massiv sind, da die russische Logik unserer gegenteilig ist. Ich möchte daran erinnern, dass der Ansatz der Europäischen Union Langzeitcharakter hat. Aus militärischer Sicht hat die Europäische Union eine wahre Alternative angeboten in der Ukraine und im postsowjetischen Raum gegenüber den russischen Mitbürgern. Vielen Dank. Nun gebe ich das Wort an die Mitglieder der Delegationen. Bitte beachten Sie die Redezeit von einer Minute, damit jeder das Wort ergreifen kann. Herr Andrej Černigoš aus Slowenien, bitte. Meine lieben Kollegen, die Geschichte hat uns gezeigt, dass die Nacht am dünkelsten vor dem Sonnenaufgang ist. Genau das Gleiche ist das mit den Sanktionen. Sanktionen sind nicht ausreichend. Unsere Antwort muss stark sein. Die NATO und die Europäische Union müssen ihre Kräfte im Luftraum, auch in den Bodentruppen stärken. Der Sicherheitsrat soll und die NATO sollen Truppen entsenden an die ukrainische Grenze, um Flüchtlingen zu helfen. Und die Europäische Union muss eine militärische Eingreiftruppe formieren, damit die Russen Kiew nicht einnehmen könnten. Wir haben dies bereits in der Vergangenheit gesehen. Erinnern Sie sich an Chamberlain. Ich bin ein Christlich-Demokrat und was in den Westbalkan geschehen ist, wissen wir bereits. Ich hoffe, wir haben daraus eine Lehre gezogen. Slowenien hat das. Wir hoffen, es dürfen keine größeren Todesfälle geben. Wir müssen schnell agieren und je schneller wir agieren, umso geringer werden die Verluste sein. Wir stehen an der Seite der Ukraine, aber wir dürfen nicht die Westbalkan vergessen. Vielen Dank. Herr David Stegmüller der österreichischen Nationalversammlung. Werte Kolleginnen und Kollegen, heute wurde schon sehr viel über die Maßnahmen geredet, die die Europäische Union getroffen hat und treffen wird und auch treffen muss. Dabei darf kein Thema vom Tisch genommen werden, auch SWIFT nicht. Ich kann Ihnen mitteilen, dass wir hier in Österreich auf einem auch schon guten Weg sind. Ich möchte mich auch darauf konzentrieren, wie schnell die EU einen Konsens über harte Sanktionen gegen Russland erreicht hat. Und was ich hier betonen möchte, ist, dass es sicherlich Diskussionen zu Details gab, aber niemand die Frage gestellt hat, ob es Sanktionen braucht. Russland wurde klar als der alleinige Aggressor in dieser Situation benannt. Wir müssen uns auch auf die vielen jungen Menschen in der Ukraine konzentrieren. Eine Generation, die aufgewachsen ist mit einer hoffnungsvollen Aussicht auf ihr Leben
ungeprägt durch den Kalten Krieg und komplett frei, das zu sagen, was sie sich denken, ohne gewaltsamen Konsequenzen fürchten zu müssen. Egal, was jetzt noch passiert, diese Unbeschwertheit wurde ihnen gewaltvoll genommen. Sie müssen jetzt kämpfen, um zu überleben. Die gesamte Europäische Union steht an der Seite der Ukraine. Die EU steht zur Ukraine und zu ihrer Zukunft als freies europäisches Land. Und das wird durch nichts in Frage gestellt. Nicht durch diesen feigen Angriff durch Putin und auch nicht durch sonst irgendetwas. Österreich und die gesamte EU steht an der Seite der ukrainischen Bevölkerung, denn unsere Zukunft ist gemeinsam. Vielen Dank. Merci. La parole est à Monsieur Georgos Koukoumas. Herr Georgos Koukoumas aus Zypern, bitte. Ich werde auf Englisch sprechen. Die Invasion Russlands der Ukraine ist ein feiger Angriff völkerrechtlicher Werte. So viele Jahre und nach dem Ende des Krieges in Ex-Jugoslawien, wir denken hier vor allem an die Zivilisten, an das ukrainische Volk, das die Bombenangriffe erleiden müssen und die fliehen müssen. Die Europäer müssen ihre Außenpolitik ausrichten und wir müssen vor allem die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union stärken. Was wir gegen Putin tun, muss ebenfalls gegen die anderen autoritären Regimes in Europa getan werden, zum Beispiel gegen Erdogan. Erdogan handelt mit Waffen und was wichtig ist, ist zu verstehen, dass das ganz Europa betrifft. Man muss hier diese Art und Weise, dies zu sehen, auch bekämpfen. Was ebenfalls wichtig ist und Priorität ist die Rückkehr zum Dialog, die Entmilitarisierung, die Rückkehr zum Frieden und Sicherheit und Wohlstand aller. Vielen Dank. Sehr viele wichtige Dinge wurden heute gesagt, aber ich würde gerne etwas unterstreichen, der humanitäre Aspekt. Bei einem Krieg sind die Ersten, die hier etwas verlieren, marginalisierte Gruppen, Minoritäten und Kinder. Aus europäischer Sicht ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass man humanitäre Aktionen benötigt, nicht nur heute, nicht nur morgen, aber auch in Zukunft, nach dem Krieg. Und wenn man die Situation in der Ukraine beobachtet, aber ebenfalls auch in Belarus. Ich hoffe, dass die Sicherheit für Europa nicht nur das ist, darum geht, den Krieg zu gewinnen, sondern auch die humanitären Aspekte zu berücksichtigen. Vielen Dank, dass Sie Ihre Redezeit eingehalten haben. Ana Botella, bitte, aus dem Kongress in Spanien. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Loiseau, ich bin sehr stolz, dass Ende März wir hier gemeinsam mit Herrn David McAllister in der Ukraine waren. Also vielen Dank für Ihre Anstrengungen. Als Parlamentarier müssen wir bürgernah sein und noch näher dort, wo es Probleme und Leid gibt. Damit die EU relevant und glaubwürdig ist, muss sie Fähigkeiten in der Verteidigung haben. Die Europäische Union kann bei so großen Krisen wie der heutigen nicht nur zuschauen, wie bei der Invasion von der Ukraine, auch in unserem Umfeld, Libyen, Sahel, Westbalkan. Wir müssen das mit der NATO ebenfalls tun. Wir brauchen hier nicht eine Autonomie, die mit anderen kollidiert. Es ist notwendig, zusammenzuarbeiten und es ist komplementär zu unseren Fähigkeiten. In diesem Fall wäre das eine große Hilfe gewesen. Wir müssen mutig sein und uns engagieren und mit allen den uns zur Verfügung Instrumenten die Ukraine unterstützen. Vielen Dank. Herr Leon Gloden aus Luxemburg, bitte.
Frau Vorsitzende, liebe Kollegen, Russland hat den Weg der Demokratie verlassen. Das Fürstentum Luxemburg verurteilt den Angriff der Ukraine. Abgesehen von den Sanktionen, die von der EU entschieden wurden, muss sich die EU die Mittel geben, um eine europäische Armee aufzustellen. Wir müssen agieren und nicht nur reagieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Ana Miguel Santos aus Portugal, bitte. Vielen Dank, liebe Kollegen, sehr geehrte Vorsitzende. Der Angriff auf die Ukraine ist ein Angriff auf die Souveränität und territoriale Integrität ganz Europas. Europa kann hier nicht passiv sein und bedrohen. Wir müssen Aktionen tun. Jede Intervention seitens Europa in diesem spezifischen Prozess muss so schnell sein wie möglich. Sonst wird es zu spät sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Niklas Karlsson des Reichstags in Schweden. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine lieben Kollegen. Ich glaube, das meiste wurde bereits gesagt und ich glaube, alle sind wir uns einig, dass die Zeit des Handelns gekommen ist. Die Unterstützung der Ukraine muss von allen einheitlich sein. Was Russland getan hat, ist illegal. Die als Ausdruck der europäischen Einheit möchte ich genau das, was Sie bereits, viele von Ihnen gesagt haben. Maßnahmen sind notwendig und müssen schnell umgesetzt werden. Sanktionen, die russische Wirtschaft stark treffen und schwer für Russland sind. Es ist wichtiger denn je für Demokratie und Frieden und Freiheit einzustehen. Wir müssen hier diese Werte pflegen und gemeinsam agieren. Das heutige Treffen zeigt die Entschlossenheit bei der Verteidigung unserer gemeinsamen demokratischen Werte. Das macht uns stark. Wir werden nicht zurücktreten und wir werden die europäische Sicherheitsordnung und unsere Lebensweise verteidigen. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Alekos Trifonidis aus Zypern. Bitte. Anscheinend ist das Mikro stumm geschaltet. Ah nein, war noch nicht vorbereitet. Gut. Die Entwicklungen in der Ukraine zeigen die Dringlichkeit der EU, seine Präsenz in der internationalen Arena zu überdenken. Man muss Europa muss sehr schnell entscheiden, was für ein Akteur sie auf der internationalen Szene sein will. Es ist sehr traurig zu sehen, wie die ukrainische Bevölkerung leidet. Aber wir müssen verstehen, dass diese Art der Krisen entweder der letzte Versuch der Europäischen Union sein wird, eine gemeinsame Verteidigungspolitik umzusetzen, oder wir ergreifen die Gelegenheit beim Schopf und machen eine wirklich gemeinsame Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ich möchte hier
die ukrainischen Opfer ehren. Meine lieben Kollegen, wir müssen gemeinsam kollektiv heute vorankommen und alles tun, damit die von uns gewünschte Verteidigungspolitik umgesetzt werden kann für die Stabilität in Europa. Inigo Barón Gran aus Spanien. Bueno, lo cierto es que a cada hora que pasa, la realidad está cambiando. Jede Stunde, die verstreicht, führt dazu, dass die Realität sich auch verändert. Also die Antworten, die wir bieten können, können nicht die gleichen sein, meine Damen und Herren, Vertreter der verschiedenen Parlamente. Was bedeutet das, wenn wir von territorialer Integrität und Souveränität in der Ukraine sprechen? Wir wissen doch, was sich auf der Krim abgespielt hat. Damals konnte man doch schon voraussehen, was sich im Donbass abspielen würde. Aber wenn die russischen Truppen die ukrainische Regierung absetzen, was wird dann passieren? Das ist die Realität. Die Realität entwickelt sich, verändert sich Stunde für Stunde. Und welche Entscheidungen werden dann die ukrainischen Institutionen treffen? Wie sieht morgen die Realität aus für das ukrainische Volk? Heute sind die Dinge äußerst heikel und wir müssen gemeinsam handeln. Herr Enrico Eimer, der Senat Italien. Danke. Liebe Kollegen, wie lange muss Europa noch warten, um die Tragweite dessen zu erkennen, was sich heute abspielt? Wir haben eine gemeinsame Währung. Das ist ein Erfolg, sicher. Aber wir müssen darüber hinausgehen. Heute haben wir viel von der strategischen Autonomie Europas gesprochen. Das ist der Weg, den wir einschlagen müssen. Europa muss zu einer Macht werden, die ihre Interessen vertritt, wie das auch China und die USA machen. Dann kann man auch vermeiden, dass ein Krieg entsteht. Wird. Warum? Ja, weil wir dann machtvoll vor den anderen auftreten. Wir dürfen unsere Wurzeln nicht vergessen, unsere jüdisch-christlichen Wurzeln, unsere Verpflichtung der Freiheit gegenüber. Und dafür brauchen wir auch eine militärische Autonomie. Wir brauchen eine Autonomie, auch was die Energieversorgung anbelangt. Wenn es uns gelingt und wenn es uns möglich sein wird, Europa zu einer Macht zu machen, dann haben wir unsere Aufgabe wahrgenommen und dann werden wir ein Kontinent sein, der stolz sein kann und der die größten Herausforderungen aufnehmen kann, so wie die Herausforderungen, die sich uns heute stellt. Wir müssen das anstreben, das dürfte uns auch gelingen. Danke. Frau Beatriz Omedias aus Portugal. Danke, liebe Kollegen. Ich möchte einen Aspekt erwähnen, der sehr wichtig ist. Wir lehnen diesen Krieg ab, aber wir müssen an all die Menschen in der Ukraine denken, die da leben, die von Häusern bombardiert und zerstört werden. Wir müssen also Maßnahmen ergreifen, die es ermöglichen, dieses Volk zu schützen. All diejenigen, die für ihr Leben kämpfen und die vielleicht auch gezwungen sind, zu flüchten, um ihr Leben zu retten. Wir müssen also Maßnahmen ergreifen, die die Flüchtlinge schützen, Flüchtlinge aus der Ukraine. Und wir müssen dafür sorgen, dass ihre Rechte, ihre Menschenrechte geachtet werden. Wir müssen an all das denken, was wir tun können, um dem ukrainischen Volk unter die Arme greifen zu können und um sie zu stützen gegen diesen Krieg. Danke.
Danke. Herr Thurot Croswell aus Irland. Danke. Ganz kurz. Der russische Botschafter in Irland hat gesagt, dass Krieg mit der Ukraine aufnehmen, der wäre ja unvernünftig. Das hat er in der Vergangenheit gesagt, das hat er auch vor dem irischen Parlament gesagt. Aber er hat gelogen, er hat ganz einfach gelogen, wie auch Putin lügt. Wir müssen uns die Anzahl der russischen Diplomaten in unseren Ländern ansehen. Wir müssen es ablehnen, ihnen auf sie zuzugehen, sie zu empfangen, solange sie lügen. Das, was sich hier abspielt, ist nicht akzeptabel. Unter keinen Bedingungen. Wir müssen die Anzahl der russischen Diplomaten in unseren Ländern abbauen. Wir fürchten uns nicht. Die Europäische Union fürchtet sich nicht, Putin gegenüber aufzutreten, denn wir sind gemeinsam stark. Danke. Das Wort hat Herr Juan Antonio Delgado aus Spanien. Danke. Liebe europäische Kollegen und liebe Kollegen aus der Ukraine, 3600 Kilometer trennen Madrid und Kiew. Und nichtsdestotrotz führen wir uns sehr nahe. So nahe, dass wir euch umarmen möchten, brüderlich umarmen möchten. Wir werden euch nicht aufgeben, wir werden an eurer Seite stehen. Aber Worte genügen nicht, man muss handeln. Wir verurteilen auf das Entschiedenste die Invasion durch Russland. Wir beschließen Sanktionen, aber darüber hinaus müssen wir handeln. Europa muss handeln und muss sein Schicksal in die Hand nehmen. Aber wir haben bis dato nicht getan, was wir hätten tun sollen. Aber die UNO muss auch hier eine wichtige Rolle spielen. Wir dürfen die Diplomatie nicht aufgeben. Und Europa muss humanitäre Korridore einrichten. Aber das soll nicht so geschehen wie in Syrien. Große Anteile der Hilfe, die nach Syrien geschickt worden ist, ist nie angekommen. Wir müssen sehr viel energischer die Demokratie und den Frieden verteidigen. Danke, Herr Akif Çaykartalıç aus der Türkei und Herr Andreas Lovados aus Griechenland, der zugeschaltet ist, wird danach das Wort ergreifen. Herr Kilic, das Wort ist Ihres. Danke, wir sprechen über die Situation in der Ukraine seit heute Morgen. Und wir stehen an der Seite des ukrainischen Volkes. Und wir versuchen, präventiv zu handeln, damit nicht noch mehr Menschen zum Opfer werden. Aber denken wir an die Vergangenheit. Ich bin nach Paris gestern gekommen aus Bosnien-Herzegowina, aus Sarajevo. Und wir müssen uns daran erinnern, was in der Vergangenheit passiert ist. Und es gibt ein Sprichwort, Sie werden sich nicht an die Worte Ihrer Feinde erinnern, aber an das Schweigen Ihrer Freunde. Das, was hier geschieht, ist eine Aggression gegen ganz Europa und nicht nur gegen ein Land. Und mein zypriotischer Freund, der auf die Problematik zwischen der Türkei und der Griechenland verwiesen hatte, sollte vielleicht sich daran erinnern, wie viele finanzielle Investitionen seitens Russland nach Zypern fließen. Herr Andreas Lovados aus Griechenland. Herr Lovados, wir sehen Sie, aber wir können Sie nicht hören, leider.
Ist Ihr Mikro eingeschaltet? Wir haben nur das Bild, aber nicht den Ton. Wir werden versuchen, das Problem zu beheben. Das Wort hat jetzt Herr Özgür Selan aus der Türkei. Liebe Kollegen, ich begrüße Sie mit größtem Respekt. Ja, die Welt dürfte nicht schweigen vor dieser Invasion der Ukraine durch Russland. Wir müssen der Ukraine zur Seite stehen. Die Abhängigkeit vom Gas und vom Erdöl ist hier eine Gefahr, aber wir sollten vor allen Dingen den Akzent auf die erneuerbaren Energien setzen, denn das könnte eine gute Lösung für die Zukunft der Welt sein. Bevor ich zum Ende komme, möchte ich noch mal betonen, wie wichtig diese Konferenz ist. Und ich möchte auch die Zyprioten verurteilen, denn es gibt keine gleiche Schaltung zwischen dem, was da gesagt wird und was in der Wirklichkeit geschieht. Die Türkei hat Zypern Frieden gebracht. Die Tatsache, dass diese Problematik jetzt heute hier auf die Tagesordnung gebracht wurde durch die Zyprioten, ist nicht akzeptabel. Wir versuchen jetzt nochmal die Zuschaltung Griechenland zu bekommen. Funktioniert im Moment immer noch nicht. Tobias Allwood aus Großbritannien ist ebenfalls zugeschaltet und wir hoffen, dass diesmal es kein technisches Problem gibt. Herr Allwood. Ja, also wir haben wirkliche Probleme mit der Connection. Offensichtlich liegt das Problem auf Seite der verschiedenen Parlamente. Also wir können Sie sehen, aber nicht hören. Ja, ich habe effektiv technische Probleme, aber ich versuche dennoch, meinen Beitrag zu leisten, Herr Allwood. Ja, wir können Sie jetzt hören, aber nicht sehen. Die Kamera funktioniert jetzt nicht. Ja, zunächst mal danke und Entschuldigung für diese technischen Probleme. Das ist die moderne Welt, aber ich bin dankbar, an dieser Konferenz teilnehmen zu dürfen und die Solidarität mit den europäischen Freunden aussprechen zu können. Das ist wirklich ein Wendepunkt in der europäischen Geschichte, das wir miterleben. Und was können wir tun? Am Fernsehen sehe ich, dass die russischen Truppen bereits Kiew erreicht haben. Und das im 21. Jahrhundert. Wer hätte geglaubt, dass wir das miterleben müssen? Und wir sehen die russischen Truppen, die da massiv auftreten, die auch Desinformationskampagnen durchführen und die Duma, die also eine Gesetzgebung verabschiedet, das Putin ermöglicht, seine Agenda umzusetzen. Was können wir tun unter diesen Umständen? Große Fragen zur europäischen Sicherheit. Große Frage auch, warum ist es uns nicht gelungen, die Ukraine zu unterstützen, vor 6 Monaten schon? Und was können wir auch ganz konkret tun? Wir müssen sehen, was Putin macht und was er in der Zukunft beabsichtigt.
also große Fragen in puncto Sicherheit. Die Diplomatie hat nicht funktioniert. Es hat zu nichts geführt. Sanktionen werden vielleicht auch nicht effektiv sein. Und wir haben jetzt nur noch die Möglichkeit, auf unsere Hardpower zurückzugreifen und uns also zu fragen, was wir tun können, Waffen liefern, der ukrainischen Bevölkerung Assistenz bieten, auch eine Nicht-Flugzone über die Ukraine zu erheben. Aber die Ukraine heben ihre Hand, sie appellieren an unsere Hilfe. Aber im Moment sind wir noch nicht möglich, darauf einzugehen, zu reagieren. Es ist wichtig, dass die großen Nationen in Europa und die USA, diejenigen, die den Westen definieren, die sich zusammenschließen und die demokratischen Institutionen verteidigen und wirklich anerkennen, was sich hier abspielt. Es geht hier nicht nur um die Ukraine, es geht um eine Herausforderung für unsere Lebensform, für unsere Demokratie. Es ist der Anfang einer neuen Instabilität. Der Zeitpunkt ist gekommen, Schulterschlüsse zu betreiben und es Putin zu beweisen. Wenn wir das nicht tun, dann wissen wir nicht, was der nächste Schritt von Putin sein wird. Und dann könnte es auch so weiterkommen, dass ein Bündnis zwischen Russland und China entsteht. Und das wäre eine noch größere Herausforderung für die globale Sicherheit. Danke. Es ist immer eine Freude für uns, unsere britischen Kollegen zu hören. Ich versuche jetzt nochmal das Wort Andreas Lovedos zu erteilen, online. Es klappt leider nicht. Wir sind am Ende der Rednerliste angekommen. Ich werde also nochmal das Wort unseren geladenen Gästen erteilen, damit sie auf diese verschiedenen Wortmeldungen reagieren können. Als allererster hat das Wort Frau Tichanowskaja. Danke. Ich bin sehr dankbar, heute hier sein zu dürfen und im Namen von Belarus sprechen zu können. Ich fühle Ihre Sympathie, die Sie der Ukraine gegenüberbringen. Und ich danke Ihnen auch dafür, dass Sie verstehen, dass die Einheit und der Mut unsere besten Waffen sind. Wir wollen alle friedliche Lösungen für diese Krise. Und es wird irgendwann mal auch zu Verhandlungen kommen, ganz sicherlich. Und ich möchte Sie aber bitten, diese Verhandlungen nicht in Minsk durchzuführen, denn Belarus und das Regime in Belarus ist ebenfalls ein Aggressor, ist ein Komplize des Kremls. Zweitens, es ist sehr wichtig, dass während diesen Verhandlungen die Ukraine einen starken Standpunkt einnimmt. Und das kann nur möglich sein, wenn die Ukraine ihre Unterstützung genießt, ihre Einheit. Also danke noch einmal. Und es lebe Belarus, es lebe die Ukraine. Und danke für Ihre Unterstützung. Danke, Frau Tichanowskaja. Das Wort hat François Delattre. Danke. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt von der Qualität der Wortmeldung und auch von der Konvergenz, die besteht zu drei großen Themen. Erstens Unterstützung der Ukraine und Solidarität mit dem ukrainischen Volk. Zweitens die Verurteilung der russischen Aggression. Die russischen Streitkräfte befinden sich bereits in den Vororten von Kiew.
Und drittens ein Appell ihrerseits zugunsten eines stärkeren Europas in puncto Diplomatie und Verteidigung. Das sind die Messages, die rübergekommen sind aus diesen sehr intensiven Diskussionen. Das ist auch die Richtung, die die französische Diplomatie heute eingeschlagen hat unter der Führung des französischen Präsidenten. Wir appellieren an die Mobilisierung unserer europäischen Partner, also Unterstützung für die Ukraine, transatlantische Solidarität und auch die Fortschritte, die wir versuchen durchzuführen in puncto europäischer Verteidigung und Sicherheit. Wir werden Ende März den strategischen Kompass verabschieden. Die italienische Vertretung hat ebenfalls die europäische Autonomie in puncto Energie erwähnt. Das ist eine der großen Herausforderungen Europas. Das kann man nicht über Knie brechen, aber diese Autonomie im Energiebereich muss systematisch aufgebaut werden. Zweitens, über den europäischen Rahmen hinaus werden wir unseren Beitrag leisten, um drei große Herausforderungen aufzunehmen. Erstens, im Rahmen der Vereinten Nationen. Wir versuchen im Moment, die Partner weltweit davon zu überzeugen, eine Entschließung zu verabschieden, die die russische Aggression verurteilt. Die Russische Föderation wird dann natürlich ein Veto aussprechen. Und wir werden aber über die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Verurteilung der Mehrheit der Völkergemeinschaft geltend machen. Zweitens, ein G7-Gipfel steht an und in diesem Rahmen werden wir mit unseren Partnerländern handeln. Einige Kollegen haben auch darauf verwiesen, dass wir auch anderen Ländern gegenüber unsere Aufmerksamkeit schenken müssen, Bosnien-Herzegowina unter anderem und Mali auch. Da müssen wir also sehr bewusst und mit offenen Augen vorgehen. Wir sehen, was Russland beabsichtigt. Also noch einmal, die russischen Streitkräfte stehen in den Vororten von Kiew und unser Europa soll hier ganze Bedeutung einnehmen. Unsere europäische Einheit ist heute unsere beste Waffe, nicht nur in Worte, sondern auch in Handlung. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Je passe la parole à Madame Delcourt. Vielen Dank, Herr Generalsekretär. Ich übergebe an Frau Delcourt. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte auch noch einmal kurz zu sprechen kommen auf die drei wesentlichen Punkte, die sich aus all diesen verschiedenen Wortmeldungen ergeben. Zunächst mal, was den Konflikt selbst anbelangt und dieses ausgeprägte Bewusstsein, dass dieser Konflikt eine wirklich historische Wende darstellt, die sicherlich Europa für die nächsten 30, 40 oder noch mehr Jahre prägen wird. Europa und die Welt. Also eine historische Wende, aber natürlich auch eine Emotion im Zusammenhang mit diesem Konflikt aufgrund der menschlichen und humanitären Aspekte des Ganzen. Ein zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte, den Herr Delattre bereits angesprochen hat, betrifft die Herausforderung für die Europäische Union. Und zwar ist dieser Konflikt eine Herausforderung, um den Aufbau Europas weiter voranzutreiben, insbesondere im Bereich der Sicherheit und Verteidigung, im Bereich der Energie und natürlich auch im Zusammenhang mit Emigration. Und die Herausforderung für die Europäische Union besteht darin, autonom aufzutreten auf der internationalen Bühne. Und damit ist natürlich dieser Konflikt
ein ganz wesentlicher und vielleicht auch wirklich konstitutiver Moment, wie auch andere schon im Prozess des Aufbaus Europas. Und ein weiterer Punkt betrifft Russland. Dieser Konflikt wirft die Frage auf nach den eigentlichen Zielen Russlands in der Ukraine. Geht es darum, die Ukraine zu okkupieren oder zu annihilieren? Und natürlich stellt sich da die Frage bezüglich der Achtsamkeit in anderen Ländern des früheren sowjetischen Raumes. Und wir denken dann natürlich an Moldawien, an Armenien, Aserbaidschan, den Karabach-Konflikt, Kasachstan natürlich auch. Und nach den Protestbewegungen zu Beginn des Jahres und über den post-sowjetischen Raum hinaus, wie der slowenische Vertreter vorhin angesprochen hatte, denke ich natürlich auch an den Westbalkan. Und natürlich sehen wir, dass es hier zu einem dauerhaften, vielleicht auch definitiven Bruch mit den aktuellen russischen Regierungen gekommen ist. Und ich möchte abschließend auch auf einen weiteren, vielleicht leicht vergessenen Aspekt verweisen, und zwar die Notwendigkeit, die Beziehungen zur russischen Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Nichtregierungsorganisationen, Studenten, die teilweise wirklich auch unter hohen Risiken protestieren gegen die aktuelle Situation in Moskau und St. Petersburg, und das natürlich auch als eine Möglichkeit, dieses Russland der Zukunft vorzubereiten. Vielen Dank. Merci beaucoup. Ja, vielen Dank an sämtliche Redner. Wir gehen nunmehr über zur abschließenden Sitzung unserer heutigen Konferenz. Also Herr Combeau, Herr Beran ist gegenwärtig mit dem Premierminister zusammengetroffen. Deswegen möchte ich David McAllister auf die Tribüne bitten, um unsere heutigen Arbeiten abzuschließen. Ja, vielen Dank, Nathalie Loiseau, dafür, dass Sie mir das Wort erteilen. Ich möchte zunächst einmal unseren französischen Kollegen, Partnern und Freunden ganz herzlich danken für die Ausrichtung der heutigen Konferenz. In Anbetracht der dramatischen Ereignisse sind wir uns sicherlich dahingehend einig, dass natürlich das hier eine ganz besondere Sitzung in dieser Instanz ist, die wir noch lange in Erinnerung behalten werden. Und diese Konferenz war sehr gut organisiert, und im Namen des Europäischen Parlaments als Mitaustragende Institution, aber auch im Namen sämtlicher Teilnehmer, möchte ich den Kollegen des französischen Senats ganz herzlich danken und natürlich auch sämtlichen Mitarbeitern, die sehr hart gearbeitet haben hinter den Kulissen, um das Ganze möglich zu machen. Ich denke, dass wir heute hier eine sehr fruchtbare Debatte führen konnten. Wir hoffen, dass wir Sie alle dann auch wieder persönlich bei der nächsten Sitzung begrüßen können, die vom 4. bis 6. September im schönen Prag in der Tschechischen Republik stattfinden werden. Und damit möchte ich den französischen Freunden noch einmal sehr, sehr herzlich danken für die Organisation der heutigen Veranstaltung. Merci. Ja, vielen Dank. Und nunmehr übergebe ich das Wort an den Senator Guerriot. Frau Vorsitzende, es ist mir natürlich eine große Ehre, hier im Namen des Präsidenten Cambon und Präsidenten Bourlange zu sprechen, die gegenwärtig mit dem Premierminister versammelt sind, weil die Debatten im Parlament, das heißt im Senat, und der Generalversammlung, Entschuldigung, stattfinden und diese vorbereitet werden müssen. Ich möchte Ihnen allen versichern, wie sehr es mich gefreut hat, Sie hier endlich persönlich begrüßen zu können, da wir seit 2 Jahren nicht zueinander kommen konnten aufgrund von Corona. Aber natürlich auch einen weiteren Sieg, den wir in Zukunft erringen müssen, und zwar Sieg gegen Totalitarismus, gegen die Aggression gegen die Ukraine. Der Präsident Cambon hatte mich gebeten, Sie wissen zu lassen, dass er Kontakte zu verschiedenen ukrainischen Parlamentariern knüpfen konnte.
Und unsere Kollegen, die russischen ukrainischen Parlamentarier, waren gestern in Kiew versammelt und rüsteten sich für den Kampf. Sie wissen um die berühmten russischen Listen und haben wirklich sehr viel Mut gezeigt in Anbetracht einer Situation, der sie sicherlich kaum entkommen können. Sie bitten uns um Ausrüstung, sie bitten uns um finanzielle Unterstützung und bitten natürlich auch um den Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System. Sie sagen, dass sie Angst haben, dass eine Phantomregierung, pro-russische Regierung installiert wird. Und die Willen Russlands wird deutlich offenbar, damit also die Ukraine wie früher als pro-russische Republik eingegliedert werden kann, wogegen sich die Bevölkerung eindeutig geäußert hatte. Liebe Kollegen, Sie finden sich hier in einem historischen Ort wieder, wo es sehr viele Umwälzungen gegeben hat. Sie sollten wissen beispielsweise, dass im Jahre 1914 bis 1918 während des berühmten Ersten Weltkrieges wir einen Präsidenten namens Clemenceau hatten, der also auch Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung war und dann von 1914 bis 1917 Präsident war und dann anschließend Ratspräsident. Und Clemenceau sagte, um eine Entscheidung zu treffen, braucht man eine gerade Anzahl. Und die Zahl 3 ist dann also schon zu hoch gegriffen. Und Putin hat diese Regel sehr wohl begriffen und trifft dann natürlich alleine völlig unakzeptable Entscheidungen. Aber was ich heute hier gehört habe, liebe Kollegen, ist, dass Sie alle mit einer Stimme gesprochen haben. Und das ist ganz außerordentlich. Wir haben alle hier gehört mit einer einzigen Stimme, wie wichtig es ist, zu agieren und hier wirklich unseren Willen unter Beweis zu stellen, Russland Einhalt zu gebieten, auf diesem Weg, der nicht unser Weg ist, weil wir hier in Gefahr sind, nicht nur die Ukraine, unsere Demokratien, unsere Fähigkeit, frei unsere Meinung zu äußern. Und diese Freiheit wollen wir teilen. Das sind unsere Werte. Und Humanismus gehört zu den Werten Europas. Und das wollen wir verteidigen. Und es wird uns auch gelingen. Und wir können sehr stolz sein auf diese Konferenz, an der Sie so zahlreich teilgenommen haben, um mit einer einzigen Stimme zu sprechen, der Stimme Europas, im Interesse der Demokratien. Und dank Ihnen gehen wir hier voller Zuversicht aus dem Saal, dass wir also diesen Kampf gegen Russland durchstehen werden und das im Interesse der Ukraine. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Kollegen, ich möchte den Ausführungen von David McAllister mich anschließen, möchte dem Senat und der französischen Nationalversammlung ganz herzlich dafür danken, uns hier zu dieser interparlamentarischen Konferenz zusammengerufen zu haben. Ich möchte ganz herzlich den Mitarbeitern danken, die hier aktiv teilgenommen haben an der Organisation und an der Umorganisation der Veranstaltung in Anbetracht der aktuellen Situation. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich, nach Paris gekommen zu sein. Senator Guerriot hat es schon gesagt. Wir haben hier eine starke Einheit erlebt, Einheit und Solidarität mit der Ukraine. Wir hoffen, dass Europa auch auf der Höhe dieser Ereignisse sich zeigt und sich in der Lage zeigt, hier entsprechende Maßnahmen zu treffen, signifikante Sanktionen zu verhängen und dass Europa dann also auch endlich es lernt, die Sprache der Macht zu sprechen, um hier diese Werte durchzusetzen, Werte der Demokratie und diese zu verteidigen. Da gibt es noch viel zu tun und die nationalen Parlamente und das Europäische Parlament müssen sich diesbezüglich einbringen. Was das Europäische Parlament anbelangt, so treten wir am nächsten Dienstag zu einer außerordentlichen Plenarsitzung zusammen, speziell zum Thema Ukraine. Ich danke Ihnen ganz herzlich und möchte damit diese interparlamentarische Konferenz beschließen.